Hallo und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 3 Map Test. Heute mit Operation 925 hier auf unserem Kanal Zaraki MP. Und wie auch bei den anderen Map-Vorstellungen bin ich nicht ganz alleine. Bei mir ist der Johnny D. Jo, Diesmal auch der ohne hier gerade mal ein bisschen Rauschen. das Heidischen Destruction Engine testet. Ja, genau, das machen wir ja schon die ganze Zeit, wenn wir hier aufnehmen. Da ist Robert. Robert ist auch dabei. Hier dieser Robotik oder wie der hieß, den keiner mag. Gesagt, Doch, der in seinem Headquarter. Operation 925. Ich hoffe, dass wir diesmal die Aufnahme durchkriegen und ich nicht anfange zu rauschen, weil ich habe mein Headset gerade eben mal eben zerballert. Apropos ballern, die beiden legen hier ordentlich vor. Wir sind hier außen in dem kleinen Außenbereich dieser Map. Hier vorne ist bei Eroberung Domination, Halt Eroberung hier, das haben Vorherrschaft. Geisen. Ja, Eroberung Vorherrschaft ist Ja, hier meine schon eine Hinten. Fahne. Und zwar die Fahne A ist hier. Der Robert, der hat eine Spielerei entdeckt, nämlich das ist auch hier so. Ah, gut, okay. Ist ja so weltbewegend, Man kann dass. lustig den pinksten, indem man auf so ein Ding schießt, auf so ein Sofa schießt und wartet, bis wie lange es dauert, bis es explodiert. Na, Tatsächlich, ich ja. meine von 230. Brauch ein bisschen. Ja, da ist einer. Ich bin tot. Ich spiel's mal richtig. Ich spiele mal richtig. Hab Gut. ihn. Ich bin hier unten gespawnt. Ich zeige euch das mal so in so einer aktiven Runde. Mal gucken, wie euch das gefällt. Schreibt das doch bitte in die Kommentare. Hier unten sind wir in diesem Tunnelsystem. In der U-Bahn, da war der Typ. Der Typ ist hier hochgerannt. Ich habe ihn gerade gesehen. Die U-Bahn gilt so, der Bin funktioniert so ein bisschen über als. der U-Bahn? Ich habe ihn getötet. Garage. Diese Garage natürlich, ich habe ihn gerade mal getötet. Diese Garage funktioniert so ein bisschen als Reisesystem. Ihr seht das unten, die Map ändert sich so ein bisschen automatisch mit, je nachdem, was man macht. Hier unten kann man Wo halt. sollen noch mehr? Ja, ist ja nicht schlimm. Ach, verdammt. Hier unten kann man halt recht klar herumrennen und kommt dann direkt am anderen Ende der Map raus. Hier ist nämlich auch immer eine Fahne. Und zwar die Fahne C ist hier. Ja. Ah, ist da. B? B, ne? Ja, okay, habe ich mich vertan. Hier ist Nein, B. C. C, doch C. Ja, okay, C. habe ich doch gesagt, Cäsar! Ja, ich meine ja nur, ne, bei dir kommt nicht so viel an, so. Ja, okay. Also hier ist in jedem Fall die Flagge C. Hier spawnt normalerweise mal das andere Team. Ihr habt ja gesehen, wir waren draußen. Das andere Team spawnt eigentlich da hinten in der Ecke. Oder auch da in der Ecke. Ist unterschiedlich. Oh! Und von hier kommt man ein kleines bisschen höher. Weißt du, Johnny, wenn du einfach mal schießen könntest. Ich hab den doch. Und ist dann mehr oder Ja, minder danke. im offiziellen Eingangsbereich, den wir hier sehen, wo auch schöne Sofakissen liegen. Und dann geht es hier schon in so eine Art, ja, Bürokomplex. Es geht hier viel um Aktien, wie man sieht. Johnny ist Schreibtische am gibt es hier Fieden. auch. Ich und Fieden sind zwei Wörter, die gar nicht zusammenpassen. Und hier sehen wir jetzt, dass das Ganze, dass dieses Büro noch ein bisschen im Aufbau ist. Hier sind auch Toiletten, auf denen natürlich auch, wie immer, einiges zu zerstören gibt. Oh, das ist ein Das ist schon Teammitglied. was Perverses. Ja. Die Lampe ist auch Johnny, kaputtbar. du kannst mal gleich unseren Squad joinen. Und man kommt wieder hier hinaus, wo dann wieder der Eingangsbereich ist. Wenn ich hier rechts lang gehe, sehen wir dann diesen Baubereich, den ich eben schon angesprochen habe, der recht ausgeprägt ist eigentlich. Naja, gibt es eigentlich auch nicht viel Besonderes zu sagen. Hier gibt es halt viele kleine Räume rechts und links, wo man sich recht gut heiden kann, also gut verstecken kann. Zumindest wenn Ja, jetzt aber nicht mehr auf gerade. Conquest als auf Gun Ja, Master, richtig. ne? Vor allem, wenn 64 Leute auf dem Server sind. Hier geht's wieder runter in diese U-Bahn. 64 Leute. Ja, Na, gibt's. nicht bei Gun Master. Nicht bei Gunmaster, aber es gibt's. Hier unten sind wir dann wieder in diesem U-Bahn-System. Ich gehe jetzt mal nach darüber. Da kommt er gerade hinten. Markieren, lieber Jonathan, markieren. Hab ich schon. Sehe ich nicht. Nein, So. hast du nicht. Und hier sieht man dann die Garagenausfahrt. Die kann man von außen auch gut sehen, wenn man die Augen aufmacht. Habe ich nicht getan. Hier ist der Parkhauswächter, auch der Scheiße, lädt. noch einer! Und hier geht es dann auch schon wieder hoch an einer Stelle. Treppen gibt es hier recht viele. Warm, Junge! Und hier sind wir wieder am Eingangspunkt. Und wenn ich jetzt hier hochgehe, sind wir über dieser Fahne, die ich eben angesprochen habe. Also die allererste, an der wir waren. LOL! Komm, Dennis! Ich bin, by the way, Magnum hier, ne? Ich bin bei der anderen, aber gut, okay. Das hat gerade nicht so gut funktioniert, wie ihr gesehen habt. Autobeitritt kann man bei Gunmaster auch machen, aber das werden wir euch bestimmt mal erklären. Die spawnen jetzt hier in der U-Bahn. Auch hier kann man spawnen, bei Das Gunmaster zumindest recht wird man gut. dann wohl sehen, wenn ich spiele, ne? Ja, genau, der Jona Robert nimmt hier echt Spiele auf das richtige Let's Play. Die Map-Vorstellung mache aber ich. Hier sind wir wieder in Richtig. diesem Baugebäudekomplex. Wir spielen einfach mal.
Okay, der hat mich gerade einfach weggeholt. Das war ein bisschen dämlich gerade. Wir sollten einfach mal zu dritt rumrennen. Was? Wo war ich denn? Wo war ich denn überhaupt noch nicht? Ich gehe nochmal hier hoch. Warst du schon in den Büros drin? In den Konferenzraum? Stimmt. Genau, da war ich noch nicht so wirklich. Da bin ich gerade. Und auch ein Gegner. So, ich nehme die Abkürzung durch das Klo. Ich hasse PCs. Ich hasse meinen, meine Verzögerung hier vom Ping von Zoner, ey. Ich hab keine Chance haben, Junge. Ich hab ihn gemessert. Ja. Gemessert. Levin. Hier ist dieses Bürogebäude, was der Jonathan angesprochen hat. Hier rennen ganz viele Spasten. Einen alles gut. Hört man mich noch? Weiter. Nein, weiter. Ja gut, auf jeden Fall die Spaß. Jetzt, stopp, nicht mehr reden. Aber jetzt habe ich hier aber mal einen Triple Kill gemacht, ey. Bin ich back? Mhm. Nee, du bist doch da. Gut. Wo war ich? Ich war beim Bürokomplex. Das war jetzt mein Headset. Ich lasse das einfach mal. Ich versuche das mal möglichst rauszuschneiden, das Geräusch, damit ihr es nicht so auf den Ohren habt. Lässt sich vielleicht aber gar nicht so wirklich vermeiden. Ficken! Den habe ich gehört. Ich war im Bürokomplex. Ihr habt das gesehen. Da, ich wollte eigentlich sagen, da kämpfen ganz viele Spasten. Hier meistens so. In diesem Bereich. Hier rechts seht ihr auch diese kleinen Büros, die wir eben schon mal gesehen haben. Wie gesagt, hier so ein bisschen campen und jawohl! Auge aufhalten. Manchmal ist man hier nicht so gut zu sehen. Das hat seine Vorteile. Auch hier sieht man wieder, es ist recht viel zerstörbar. Kennst du Shotgun ist scheiße auf Entfernung? Ja, kenn ich. Kennst du, ich mag die Magnum deutlich weniger gerne als die, Du bist immer noch bei der Magnum. Er leckt mich doch am Arsch. Magnum ist mega einfach. Gibt es doch nicht. Ich hab den nicht gekriegt. Meine Fresse. Ja, das ist die. Wir kämpfen aber auch hier mit harten Pings. Ich hab dir gesagt, sollst du mit Low Ping. Hast du auch einen Ping von 5. Lol, mein. Ich hab Ping von 21. Ja, ich seh's. Dann hat er gerade einen ziemlich hohen, aber jetzt ist er weg. Naja, ihr seht, wie ich hier so ein bisschen rumrenne. Das ist alles, hier, diese Map ist eigentlich eine der größten. Hinter dir, Robert! Ja. Diese Map ist verdammt groß. Willst du gerade mal den Modus noch ein bisschen erklären? Wo wir gerade so ein bisschen Zeit haben. Ja, stimmt. Gun Game ist, beziehungsweise, ich muss es ja so nennen, wie es auch hier heißt, Waffenmeister, ist das, was man auch aus Counter-Strike kennt, als Gun Game, wo man halt verschiedene Waffen, mit verschiedenen Waffen Kills machen muss, um weitere Waffen freizuschalten. Das sieht man hier in diesem Todesmenü recht gut. Gut, das war der automatische Beitritt. Nein! Genau, 17 Level. Das letzte ist das Messer. Wenn man mit dem Messer einen Kill gemacht hat, gewinnt man am Ende. Nur einen. Genau, nein, nicht bei allen. Auch davor das Level 16, das ist die Nuke-Tube mit Rakete, mit Granatwerfer. Mit der muss man auch nur einen einzigen Kill machen. Das wäre auch sonst ein bisschen. Da wirft aber echt Granaten, ne? Ja, echte Granaten. Der macht keinen Nuke. Die kommen dazu zwei. Glaubst du, mit dieser Pumpe irgendwie mal einen Kill? Nein. Fuck, sind da viele. Wollen nicht auf dieser Map. Die ist ein bisschen zu groß. Was? Okay, ich habe einen viel zu schlechten Ping. Das sieht man auch hier, weil meiner wird gar nicht angezeigt. Der liegt auch noch bei 100. Ja, aber ich habe mich umgekehrt und krieg noch einen Headshot. Ja, das ist halt im Endeffekt alles, was es zu Gun Game zu sagen gibt. Das Ganze ist aber nicht so One-on-One, beziehungsweise alle gegen alle mäßig oder Free-for-All oder wie auch immer ihr es nennen möchtet. Es ist, wie ihr hier auch seht, es ist teammäßig und dann auch nochmal Squad-mäßig. Also es gibt im Endeffekt in der Beziehung vollkommen normal. Jetzt haben wir endlich mal eine normale Waffe freigeschaltet. Zu viel, ey. Mit dieser Shotgun kriegst du auf dieser Map keinen Kill. Zack, doch. Nicht. Was, okay. Da warst du schon wieder? Scheiße, wie immer. Nukedown, wollte er damit sagen. Jo. Fuck. Ja. Robert, da waren ganz viele. Ja. Denkst du, ich sehe da einen von? Ja, klar, das ist auch einer schon groß befördert. Muss der Spaß, damit der Spaß von der 12 ankommt? Hast du diese Spaten?
Yes, Messerkill! Das war Glück, das bist was du auch heißt nicht. Denn, du hast einen Spaten? Ja, du hast gehört, wie du F gespammt hast. Kann man hier auch wieder im Aufzug warten? Ja, warte mal. Tja. Ich krieg zu viel. Der hat die gleiche Waffe wie ich und schafft es, mich zu töten. Das ist nur gleich. Ich krieg zu viel. Das heißt, vielleicht müssen dämlich, weil ich jetzt schon weniger Leben habe. Weil den solltest du immer noch in unserem Squad, aber der ist jetzt voll. Ja. Fuck, kam da mal in zwei angerannt. Tja, so ist das mit diesem Spielmodus. Je mehr Leute natürlich auf dem Server sind, umso mehr Kills macht man natürlich auch, umso schneller ist dieser Modus auch vorbei. Es ist tatsächlich, dauert das am längsten, wenn man Gang Game spielt, aus den Close Quarter Maps. Team Deathmatch geht nur bis 160 Kills, das ist nichts. Und Eroberung hat auch nicht allzu viele Tickets normalerweise. Da kann man auch. Dann du gehst auf den Jingle-Server. Ja. Aber so High Ticket geht gar nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich kill bei Niederhaltung, bei Kill durch Niederhaltung. Wir hatten den abgeschossen. Ich. Ach du Flachwichser. Ja. Ja, du Flachwichser. Hast du den Robert? Das ist wie einfach. Das ist das längste Video wird. Das kann passieren. Weißt du, wie ich versucht habe, hier gerade den zweiten Kill mit dieser scheiß Pumpe zu machen? So, endlich habe ich die Scheiße hier los. Unten auf dem Bildschirm sieht man eine kleine Leiste bei mir eingeblendet. Und einen umkringelten Bereich. Das ist das gleiche wie aus dem Todescreen. Da wird im Endeffekt der Fortschritt der Spiele angezeigt. Ja, das war jetzt sehr uncool. Der Robert Wirkel ist, glaube ich, der einen weiter. Ne, der Robert ist da schon. Hat man gerade, glaube ich, noch ganz leicht gesehen. Das ist also der erste Grüne unten in der Leiste. Also der recht weitest rechtste. Das ist Robert. Das ist das Level von Robert. Ich bin dieser Umkreiste. Mit meinem Level ist noch einer aus dem gegnerischen Team. Beziehungsweise muss nicht aus dem gegnerischen Team sein, aber zumindest nicht aus meinem Squad. Das wird mir durch dieses eine weiße Spielerzeichen angezeigt. Im zweiten Level, dort wo wir... Vom Admin ausgeschaltet? Toll. Fuck. Ich bin jetzt gegen euch, by the way. Finde ich cool. Das ist schön. Auf jeden Fall, wenn da wie beim zweiten Level ein Plus hinter den drei Spielern steht, bedeutet das, es ist noch mehr drin. Aber glaubst du, ich komme mir gerade mal irgendwie klar? Das auch manchmal Effekt. Echt so Down-Phase. Robert, da rennt einer vor dir. Ja. Brauchen wir noch einen mit der Scheißwaffe. Tja. Und ihr seht, das zieht sich jetzt natürlich recht lange. Hier wollte ich nicht hin. Yes. Fick dich. Hallo? Ich hab den, der hat mich die ganze Zeit angeschossen und du sagst fick dich. Ja, den könntest du mal holen. Hat er auch. In den nächsten fast auch, oder kommt einer von unten? Ja, dann mach doch Dingens hier. Was denn? Dann beende doch. Mach ich auch gleich. War ja einfach nur so. Ein bisschen rein zu schnuppern. Die richtigen Videos werden folgen. Richtig, die richtigen Videos werden auch schon released sein, denn wir werden nicht mit der Map-Vorstellung anfangen. Hinterlasst uns doch bitte einen Kommentar, wie euch das gefallen hat, hier jetzt gerade mal so ein bisschen mit Game-Szenen. Oder ob ihr es besser findet, wenn wir wirklich alleine auf den Server bleiben. Was natürlich ein bisschen schwieriger ist, aber wir würden es beim nächsten Map Pack noch relativ wenige Server, darum sind die alle relativ voll, ne? Ja, im jeden Fall, aber wir würden es uns fürs nächste Map Pack auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Und dann würden wir auch fürs nächste Map Pack definitiv das machen, was ihr wollt. Fortune, hör auf zu knifen. Hä? Ja, ich habe schon wieder genervt, das steht unten immer. So, in diesem Sinne soll es das mit dem Video gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir spielen die Runde weiter. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.